Franks bewegte 3 Minuten heute mal nicht unbedingt satirisch, sondern erschöpft, glücklich und müde nach einem langen Tag am Sonntag. Hier in Wetzlar war Brückenfest, es war Entenrennen, es war überhaupt ein ereignisreiches Wochenende. Und neben mir steht jemand, der das gesamte Wochenende wahrscheinlich mit x Terminen begleitet hat, nämlich wieder mal unser Oberbürgermeister Manfred Wagner. Hallo. Hallo Frank, grüß dich. Und wie war das Wochenende? Wie ging das für dich jetzt los mit den tollen Veranstaltungen in Wetzlar? Ja, es ging für mich los mit dem Brückenlauf, mit dem waren wir ja auch wieder am Start, der 21. war es. Vielleicht nicht ganz so viel an Beteiligung, aber eine Mordsstimmung. Die Menschen haben sich gefreut, wieder bei dem größten Laufsportereignis hier in Mittelhessen an den Start gehen zu können. Das war ein tolles Event und die Stimmung war klasse. Und dann ging es weiter, es kam ja noch mehr dann, ne? Ja, danach haben wir auch mit denen, die gelaufen sind, noch ein Bier getrunken, das kam auch dazu. Und von daher, klar, und auch die Stadionwurst musste gegessen werden. Das die berühmte, ja. Die berühmte Stadionwurst, war gut. Ja, und am Samstag haben wir Bürgerbrunch gehabt. Die Bürgerstiftung hatte ja auch jetzt jahrelang pausieren müssen durch Corona und hat die Menschen am Schillerplatz wieder versammelt. Und die, die dort gefrühstückt haben, haben natürlich das für einen guten Zweck getan, für die Bürgerstiftung, die im Laufe der letzten Jahrzehnte ja rund 250.000 Euro für soziale, für kulturelle, für karitative Zwecke in dieser Stadt gespendet hat und damit dazu beiträgt, dass diese Stadt so bunt und auch lebendig bleiben kann. Und dann ging es weiter, denn hier auf dem Brückenfest, was ja parallel war, war ja der Johnny Logan sogar da, ne? Also ja, zwischendurch war ich nochmal zum Start des 24-Stunden-Schwimmens im Freibad. Okay. Der erste Wetzlarer Schwimmverein hatte sich ja zur Aufgabe gestellt, zum letzten Freibadwochenende in dieser Saison, aber auch kurz vor dem wir jetzt an den Umbau des Freibades gehen, nochmal ein 24-Stunden-Schwimmen zu veranstalten. Da war ich dann kurz beim Start. Und darüber hinaus, die SPD hatte noch ihr Sommerfest, auch da galt es vorbeizuschauen. Und abends dann hier in der Colchester-Anlage HF4 Radtour, HF1 Radtour, die Hessenrundfahrt und Johnny Logan war hier und von daher war auch hier gute Stimmung. Das war dann so, glaube ich, was viele auch nochmal in die Colchester-Anlage gezogen hat. Und heute dann, also wir haben das heute hier am Sonntag gemacht, heute das Entenrennen, ne? Heute das Entenrennen, heute auch nochmal das Freibad, da waren wir ja gemeinsam im Einsatz, Anita und Frank, um dann auch nochmal mit Musik die ja, treuen Schwimmer zu verabschieden, die Schwimmerinnen zu verabschieden, auch bei einem Frühstück im Bad und zu sagen, wir sehen uns wieder in einem Bad, das etwas anders ist, aber ich glaube auch sehr schön sein wird. Wir haben die Veranstaltung Fahrrad erstmals beim Brückenfest gehabt und haben alternative Mobilität gezeigt mit ganz besonderen Fahrrädern. Da sieht man die Entwicklung, Fahrradrikschas und manche andere Dinge mehr. Ein Teil, der sicherlich auch in unserer Stadt perspektivisch vielleicht seinen Platz finden wird. Und dann haben wir miteinander das Entenrennen gestartet und eben Anita und Frank, ich durfte unterstützen, auch die Preise vergeben, die gesponsert worden sind. Von daher eine ganz, ganz runde Sache. Und auch da zeigt sich wieder, wir feiern und wir helfen. Und das ist mit dem Hilfsfonds der Feuerwehr verknüpft. Denn die Gelder, die eingenommen werden, gehen in den Hilfsfonds der Feuerwehr hier in Wetzlar. Das ist ein guter Topf, um dann Menschen, die in Not geraten, wenn keine Versicherung zahlt oder nicht schnell zahlt, im Falle des Falles zur Hilfe zu eilen. Ich habe nicht ohne Grund diese ganzen Veranstaltungen auch nochmal mit dir gemeinsam Revue passieren lassen. Denn wir haben ja erlebt, dass Veranstaltungen lange Zeit nicht möglich waren. Und wir stehen natürlich vor einer Zeit, wo man sich schon hier und da wieder fragen muss, was ist möglich? Ich entnehme dir, dass du sehr viel Wert darauf legst, dass Veranstaltungen, wenn sie irgendwie möglich sind, stattfinden. Habe ich das richtig in den vergangenen 2 Jahren aufgenommen? Das hast du richtig aufgenommen und das, was wir als Stadt dazu tun konnten, auch insbesondere für Vereine in unserer Stadt, im kulturellen Bereich, im Sportbereich, haben wir immer versucht, dafür zu sorgen, dass ein Überleben möglich ist. Ja. Und natürlich denke ich auch, das eine oder andere, wo dann auch die Musikschaffenden auch mit, dann Kulturschaffenden dann auch mit da natürlich auch in der weiteren Linie dann auch dranhängen. Das ist uns wichtig und das wird es auch weiterhin sein. Wir hoffen natürlich, dass wir durch diesen Winter, der bevorsteht, gut kommen. Das Thema Pandemie und das Thema natürlich Ukraine-Krieg. Und hier gilt ja zunächst auch, wenn wir uns hier versammeln, wenn wir hier feiern dürfen, ein Stück weit auch das mit Demo zu tun und dem Gedanken im Kopf auch bei denen zu sein, die momentan eben unter Bombenhagel leiden, die von Tod und Verfolgung bedroht sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in einem solchen Moment. Und deshalb ist es auch, glaube ich, wichtig, dass Veranstaltungen stattfinden. Man kann immer auf solchen Veranstaltungen Geld sammeln, man kann Hilfe sammeln. Es gab viele Benefizkonzerte, die stattgefunden haben. Und heute haben wir auch wieder Gutes getan, denn es gibt natürlich auch hier ganz viele Menschen, denen geholfen werden muss. Und ich glaube, nur stattgefundene Veranstaltungen bringen den Ertrag, den man letztendlich braucht, ne? Natürlich. Also zum einen ist es, dass es viele hier sind, die
auch davon leben, auch die Schaustellerbranche zum Beispiel. Ja. Auch das ist ja ganz wichtig, dass wir das Überleben sichern, denn das gehört ja auch zu unserem Gemeinschaftsleben dazu. Ja. Und darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass Menschen sich begegnen, dass man Kontakte hat. Das haben wir ja alle vermisst in den letzten zwei Jahren im Grunde und etwas mehr darüber hinaus. Und ja, wir können hier miteinander helfen. Wir können das ein oder andere anstoßen. Wir können die ein oder andere Spende tätigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute, oder? Oder hast du noch einen Termin? Ich trinke mit dir noch ein Bier. Danke.